herzlich willkommen zurück zu einem wunderbaren neuen Bildvideo. Ja, heute mein Mancher, mein wunderbarer PvP-Templer-Bild auf Stamina. Es ist ein Crit-Bild, das heißt, wir machen nur kritischen Schaden und das macht richtig Spaß. Das hier ist jetzt die kurze Version, kurz und knackig, angehaucht. Eine längere Version habe ich bereits verfilmt und werde ich dann halt später hochladen. Das ist jetzt einfach nur für die Leute, die kurz interessiert sind. Kurze Geschichte meines Main Chars, ist mein Craftable Char, es ist mein, war mal ein Heiler, es war mal ein Stem-DD und jetzt im letzten Monat habe ich gesagt, hey, ich möchte mal ein PvP-Bild ausprobieren und dieses PvP-Bild funktioniert blendend, großartig, sensationell und es ist ein besonderer Bild, denn wir haben hier ein Crit-Bild im PvP. Wir sind sehr schnell und agil und können mit einer gewissen Combo unsere Gegner wirklich zerstören. So, und ohne großartiges weiteres Gelaber und Geplapper, gucken wir uns ganz kurz die Stats an. Wir sind bei 16k Max Mana, 18k Leben, 35k Ausdauer. Regeneration sind stinknormal. Wir sind Vampir, deswegen ist die Lebensregeneration sehr gering. Ausdauerregeneration bei 1300 und bei dem 200 tatsächlich sogar bei 1400, was unglaublich viel ist. Waffenkraft 2500, beim Bogen fast 50% Crit. Und beim Zweihänder 3000 Waffenkraft. Und tatsächlich, wie man sieht, bei beiden 17 und 14k physische Resistenz und ein bisschen Crit-Resistenz obendrauf. Ganz wichtig, die Crit-Resistenz auch an diesem Bild, wie bei jedem PvP-Bild, darf man nicht vernachlässigen. Ist jetzt selbst sogar noch ein bisschen low, aber könnte man da auf jeden Fall noch nutzen oder höher pushen. Je nachdem. So, unsere Sets. Wir haben das Set Wildheit des Greifen. Dieses Set ist eines der besten Sets, die es aktiv überhaupt gibt. Sobald wir direkten Schaden verursachen, bekommen wir tatsächlich 10% schnelleres Lauftempo, das heißt, wir sind agil, und 10% erhöhten Schaden, kritischen Schaden. Mhm. Merkt man was? Ja, yep, wir sind ein Crit-Bild. Boom, perfekt, genau das brauchen wir. Man merkt auch, wir haben keine Uptime, das heißt, wir können es immer spammen, ist es immer da, sobald wir direkten Schaden machen, und wir machen immer direkten Schaden. Sehr geil, super tolles Set. Die Glyphen und das Zeug gehe ich jetzt nicht extra drauf ein. Wer das alles nochmal in seinem kleinen Detail erläutert haben will, warum ich das so habe, guckt das lange Video. Das ist jetzt wirklich nur der Speedrun. Zweihänder, Bogen, Monsterset tatsächlich, Sturmfaust, einfach nur für den ersten Boden, nämlich Ausdauerregeneration. Zweite Monsterset, Domihaus, einfach für die flatten Stats, Ausdauer und Max Mana. Wichtig ist hierbei auch, dass ihr die großen Pieces in Erfüllt nehmt, sofern ihr könnt. Ich habe hier tatsächlich den auf Leider auf Göttlich, aber da wäre Erfüllt sogar noch besser. Einfach um noch mehr Ressourcen raus zu pushen. Zweites Set könnte man auch sagen, Blutgut, einfach um noch mehr Ausdauerregeneration rauszuhauen. Dann hängen wir bei 1,5 tatsächlich, beim Zweihänder ist ganz cool, muss man nicht machen. Mit Domihaus und Sturmfaust kam ich am besten zurecht, einfach um agil zu bleiben. Denn wir machen so viel Schaden, wir brauchen kein Monster-Set. Wirklich nicht. Unser zweites Set, wie man es schon gesehen hat, Dorn des Zweiklings. Wir kriegen riesigen Ausdauerpool, nochmal Waffenkraft und den aktiven Boni, ähnlich wie beim Greifen. Nämlich riesige Durchdringung, das macht sehr viel Schaden. Die Trades, beim Schmuck ganz normal Ausdauer und hier einen auf Blutdürstig, einfach um nach einem bestimmten Punkt einfach mit all unseren Fähigkeiten Execute-Schaden zu machen und unsere Trefferquote für Kills zu erhöhen. So, Fertigkeiten. Unser Meltdown, Giftinjektion, bekommt im nächsten Patch einen Nerf. Statt 260 Execute-Schaden kriegen wir noch 100%. Das ist aber nicht schlimm, denn die Ability war eh extrem overpowered, aber ist immer noch extrem stark danach. Schöner Giftdot auf dem Gegner, immer unser erstes Spam-Will, was wir als erstes machen. Macht des Lichts, der wohl mächtigste Skill beim Templar hier, PvP-Templar auf Stamina. Wir kopieren nämlich den Schaden, den wir machen, und setzen die physische und Magieresistenz hinunter. Des Gegners. Unglaublich, wenn der dort explodiert und wir genug Schaden machen, sind die meisten Gegner schon tot. Ganz toll. Kostet, wie man merkt, auch alles nicht viel Ausdauer. Jäger des Bösen. Wir nehmen das eigentlich nur für die größere Wildheit, um unseren Crit-Schaden, falls wir critten, einfach nochmal zu pushen. Je nachdem, kann man dann gucken. Ansonsten nutzt man die ja im Endeffekt gar nicht. Unser Spammable Dot, unser Stun ist tatsächlich der Wurfspeer. Wir werfen ihn und unser Target ist 4 Sekunden lang bewegungsunfähig, betäubt und kriegt noch Schaden rein. Und dann können wir anfangen, ihm das Leben schwer zu machen. Unser nächster Skill ist tatsächlich wiederherstellender Fokus.
Ebenfalls einer der wichtigsten Skills beim Templar für PvP-Builds, darf man eigentlich nicht vernachlässigen. Kriegt physische Magieresistenz und jede Sekunde 240 Ausdauer oben drauf. Ulti beim Bogen tatsächlich nur wegen dem passiven Schadensschild. Temporale Wache, wir kriegen sogar nochmal 8% weniger Schaden, das ist ganz nett. Kann man unter Umständen auch benutzen, wenn man sagt, boah, wir haben viele Ressourcen gerade verloren und dann zack, sind wir wieder auf dem Stand von vor 4 Sekunden. Aber hauptsächlich haben wir das wirklich für dieses Schadensschild hier, ja, dabei. Ansonsten auf unserer Hauptbar, kritisches Preschen. So, wir rennen rein und treffen immer kritisch. Das ist unser Spamble, deswegen sind wir ein Crit-Charakter. Durch unser Set kriegen wir nochmal 10% mehr Crit-Schaden. Monostein, by the way, der Schatten, einfach nochmal 13% mehr kritischen Schaden, habe ich jetzt ganz vergessen. Mega wichtig. Wir sind, by the way, auch Vampir. Aber auch nur wegen den Passiven. Unglaublich viel Schaden, ganz toll. Bekommt nochmal 10% Damage-Buff im Scalebreaker-Update. Toll. Gute Aussichten für diesen Build. Buße. So, das ist unser Main Heal, Main Ressourcen Management Ability. Wir bekommen 3000 Leben und 3000 Ausdauer. Richtig geil. Und wir bekommen tatsächlich sowohl Lebens- als auch Ausdauer und magische Regeneration jeweils um 10% gebufft. Mega gut, sobald es ausgerüstet ist. Ganz toll. Nutzt man immer wieder im PvP Battleground. Wenn überall Leichen rumliegen, was im BG halt immer der Fall ist, können wir echt gut da Ressourcen wettmachen und so zeilen. Das hat mir oft den Arsch gerettet. Ganz toll. Man merkt, wir haben keinen Elan. Denn das hier funktioniert besser als Elan. Henker, unser Execute, dazu muss ich nicht viel sagen. Wir ja, killen die Targets, sobald sie unter 50% des Lebens sind. Am besten 25%, machen wir nochmal ein bisschen knackiger, mehr Schaden. Aber je nachdem, großartig, super geil. Herrlich. Rundes Momentum, wir bekommen größere Brutalität. Das ist unser, ja, Damage-Buff. Halt uns auch noch aktiv, sehr hilfreich. Wird tatsächlich dann mit dem Scalebreaker auch verändert, dass wir nicht mehr einen Heal kriegen und verteilen, sondern nur einen zum Schluss, was doof ist. Sollte man halt das andere Momentum nehmen, wo man halt nochmal ein bisschen agiler ist, da man keine Stuns, bewegungsunfähigen Effekte bekommen kann für ein paar Sekunden. Ansonsten strahlender Schutz. Wir haben sehr viel Mana, wie man gemerkt hat, über 16k. Und wir haben nur eine Ability, nämlich dieses Schutzschild. Das heißt, wenn wir einen Oh-Shit-Moment haben und sagen, oh fuck, jetzt wird's eng, wir spammen dieses Schild bis zum geht nicht mehr. Ja? Bis wir weggerannt sind. Wir haben eh 10% erhöhtes Lauftempo immer, wir sind eh sauschnell, uns kann kaum einer verfolgen. Mega geil, ganz toll, großartig. Wir haben immer genug Ausdauer auch für eine Ausweichrolle, die wir immer machen müssen bei dem Build. Toll, funktioniert super. Ansonsten Dawnbreaker, gar keine Frage. Unser Main, ja, Ulti, gnadenloser Schaden über Zeit und betäubt alle Ziele in der Umgebung. Das heißt, wir können dann schön executen und killen alle weg, was das Zeug hält. So, das sind die Abilities. Champion-Punkte gehe ich nicht ein. Das ist ein reiner BG-Charakter, also Battleground-Charakter. Man kann ihn sehr gut auch im Cyrodiil-ETC benutzen. Allerdings gehört da noch mal ein bisschen mehr Skill dazu, muss ich sagen, den ich jetzt aktiv bei den Bilden noch nicht habe. Ich fühle mich da nicht sicher genug. Aber da muss man halt gucken, wie es läuft, wie es nicht läuft. Es ist tatsächlich ein anspruchsvoller Bild. Man muss da die Kombi immer beherzigen. Man muss sehr agil sein, man muss sehr vorausschauend sein. Und ja. Schnell sein, das ist wichtig bei dem Bild. Ansonsten, wie gesagt, wir sind Vampir für die ganzen Passiven, ganz besonders für die Regeneration und natürlich, um weniger Schaden zu nehmen, denn wir sind sehr squishy, wir haben keine Tankresistenzen wie sonst alle anderen. Das heißt, wir müssen ganz schnell und agil sein. Kurz für die Combo, man merkt, wenn wir hier einmal so einen kleinen Schuss machen, direkten Schaden, kriegen wir sofort den Boni, zack, die Federn kommen hoch und wir sind sehr schnell, agil, können hin und her rennen und ist immer aktiv. Wenn wir jetzt sagen, so, das ist unser Target, wir wollen angreifen, Momentum hochbuffen und dann machen wir einmal, zack, Giftinjektion, dann macht es Licht, um zu kopieren. Wir stunnen den Target und gehen hin und machen so oft wie es geht unseren Spamble, in dem Fall Critical Rushen, damit wir schön Schaden reinhauen können. Wichtig hierbei, dass man wirklich diese Kombi immer benutzt, denn die haut weg wie Sau. Das heißt, wenn wir sagen, zack, Giftinjektion, macht es Licht, leichter Angriff, 1, 2, 3 und dann meistens schon den Execute rein und dann sind die meisten Targets schon tot, weil der Schaden so kopiert hoch ist, dass selbst Tanks da einfach strugglen und sich gegenhealen müssen wie Sau. Je nachdem, ob ihr könnt, könnt ihr natürlich dann, upsala, erstmal Giftinjektion natürlich. Hier, macht das Licht, leichter Angriff, stunnen selbstverständlich. Wieder 1, 2, 3, explodiert, execute, wenn es noch nicht fertig ist oder ihr mehrere Gruppen habt. Zack. Dawnbreaker, Execute, bam, 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 weg sind die Targets.
Immer wieder Ausweichrollen machen. Ihr seid sehr schnell. Ihr habt eigentlich auch genug Mana-Pool, dass ihr sagen könnt, okay, durch einen hohen Fokus kriege ich genug Mana-Ressourcen, Ausdauer-Ressourcen meinte ich. Und wenn ihr sagt, oh shit, Button hier, mein Target ist extrem stark, zack, Schadensschild rein, wegrennen. Es ist kein Shame wegzurennen im PvP. Manchmal wird man da einfach gegroupt und das Team ist kacke oder sonst was. Das ist Survivability und ja, es funktioniert mit dem Bild, weil wir halt so schnell und agil sind. Wir müssen wirklich sehr schnell auch immer hinter Deckung gehen manchmal. Heavy Bow Attacks werden underrated, extrem viel Schaden, vor allem im BG. Immer Ausweichrollen, am besten durch den Gegner durch, dass wir den noch verwirren, wo sind wir, und dann zack, von hinten wieder zack, 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 dann und dann wieder Crit Rush, zack, 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 und dann wieder Execute, boom, tot. Gar keine Frage. Sehr mächtige Kombi, funktioniert großartig, und ja, macht sehr viel Spaß, ist allerdings, ja, ich möchte sagen, ein bisschen anspruchsvoller zu spielen, weil wir halt einfach nicht so tanky sind. Das heißt, wir sind sehr squishy, wir können halt schnell gekillt werden. Das heißt, wir müssen wirklich auf unsere Umgebung achten, wir müssen unsere Umgebung nutzen, wir müssen Ausweichrollen machen, wir müssen immer unsere Buffs aktiv haben, wir müssen Buße immer aktiv nutzen, sobald wir eine Leiche sehen, einfach mal Buße nehmen, nicht vorbeirennen und dann halt wirklich diese Kombi beherzigen und damit seid ihr eigentlich safe und könnt gnadenlos schnell 1000 Spieler killen, um dann gewisse Titel zu bekommen, die sehr nice sind. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das ist jetzt die kurze Version. Immerhin, ich bin stolz, dass ich es in der Hälfte der Zeit geschafft habe. Ja, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Ich würde mich über ein Like freuen. Ciao, ciao.